Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tirim. Jetzt geht's weiter mit dem Fußballmanager 18. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ja, letzte Partie haben wir gegen Hertha 06 gespielt. Und zwar mit 0-0. Hätte ich nie nicht gedacht. Ja, war eine recht gute Partie. Ja. Wir sind jetzt auf dem 11. Platz. Nächstes Partie sind wir zu Hause und spielen gegen die Stadt Hagen. Ist ein Freundschaftsspiel. Da habe ich vor, naja, ein bisschen die Reserve auflaufen zu lassen, dass sie auch ein bisschen Erfahrung bekommen. Genau. In der letzten Folge habe ich also unter anderem auch den Sebastian gefragt, hey, möchtest du eine Jugendmannschaft? Hat er geschrieben, ja, mache ich gerne. Und ich habe ihn schon eingefügt. Er hat einen ausgesucht, und zwar hier, den Pascal Potz. Er hat unter anderem geschrieben, hey, nenn mich mal Pascal. Und ja, das ist er. Ein Spielerbild sollte ich ja selbst suchen, habe ich gemacht. So siehst du jetzt ab sofort aus. Und ich habe mir geguckt, ne, Fairness, Mediengewand, trainingsfleißig, professionell, richtig geil. Am 26.11. wirst du 16. Mit 16 kann man einen Vertrag anbieten. Mache ich mal eine Notiz für mich, dass ich das dann auch, kann man so auch rückwärts, nein, 26.11. Pascal Potz, und zwar einen Vertrag anbieten, dass ich das nicht vergesse. Zack, sehr schön. So, nochmal zu dir zurück. Nee. Ich möchte, dass du mit in die erste Mannschaft schon mal trainierst. Genau. Sehr schön. Mhm. Bei Gewinne im Mittelfeld ist alles so in Ordnung. So. Lass uns mal zurück. Genau. Die Aufstellung will ich gerne so lassen. Weil das hat mir letzte Partie richtig gut gefallen, fand ich. Nicht die Aufstellung, sondern die Formation. Ja. Lassen wir so. So. Gucken wir im privaten Bereich ein bisschen Seemeilen. Absolvieren haben wir gemacht. Sehr schön. Sonst sind wir erstmal hier fertig. Gehen wir mal weiter. Oh, Pizarro wechselt zum ersten FC Köln. Ablösefrei. Okay. Na. Warum nicht? So. Jetzt sollte er eigentlich stoppen. Damit wir uns den Training anpassen können. Vorweg muss erstmal speichern. Genau, Training anpassen. Sehr schön. So, kicken wir mal Training da. So, wir drei Einheiten können wir noch machen. So, offensiv sind wir recht gut. Konter spielen, ja, wir können ein bisschen Konter spielen. Ja, Abwehr ist vorne ein bisschen uninteressant, würde man sagen. Ein bisschen auf Konterspiele gehen wir mal. Lange Pässe sind auch dabei, das ist sehr schön. Kurzpässe ein bisschen üben. Nochmal lange Pässe. So. Ja, hier müssen wir noch extrem an die Abwehrarbeiten arbeiten. Lass uns mal. Machen wir hier dreimal. So. Dann wollen wir hier noch ein bisschen. Nee, lass uns mal nicht. Lass uns mal ein bisschen. Wir üben ja hier schon recht fleißig. Lass uns mal ein bisschen individuell machen. Da machen wir eine Woche in individuelles Training. Jo.
Ja. Sehr schön. So, haben wir das auch erledigt? Ja, gegen Stadthagen. Bin mal eher gespannt. Wir könnten ja ein bisschen auch die Jugend auf ja, spielen lassen. Wollen wir das? 4.10. Felix kommt zurück. Und die fallen extremst aus. Marc kommt auch irgendwann zurück am 7. Nee, Kösch bleibt drin. Was machen wir da? Wie sieht denn die Jugend aus? 27. Ich bin Reimann. Reimann kommt mal für eine Woche. Für eine Woche, zwei Wochen. Kann man ein bisschen mal mit trainieren und mit spielen. Jawohl. Sonst. Ich kann die leider echt noch nicht machen, ne? Bisschen zu niedrig. Gut. Reimann, du kommst gleich mal im Spiel rein. Gut, wir warten ein bisschen ab. Hier ein bisschen Navigation lernen. Ja, Verträge. Teamdynamik. Könnten wir auch mal was sagen. Na, die Jugend, der ist nicht dabei, ne? Nee. Was haben wir so Schönes? Gib mal ein Training ein bisschen. Mehr Gas. Mars, du hast gut trainiert. Genau. Schilling. Ja, Wegner auch. Ist fein gemacht. Felix. Ah, wir haben jetzt zumindest, dass jeder einmal dran war. Sehr schön. Sehr schön, Felix. Du musst mehr Verantwortung übernehmen. Ich möchte dir alles rot hier, ne? Ich möchte von dir gerne höhere Ziele sehen. Nee. Kopfball, Marc. Genau. Sonnenschichten einlegen, das ist in Ordnung. Ich möchte, dass du körperlich stärker wirst. Ja, super. Zusätzliche Krafttraining, sehr schön. Reuter, pass mal auf. Ich möchte, dass du. Nee, Felix soll ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Nee, soll nicht. Nee, ich warte. Mich aus zwanghaft hier irgendwas anklicken. So. Weiter geht's. Oh, in 68 Tagen beginnt die Winterphase. Oh, wir haben wieder ein Jugendspiel entdeckt. Das ist sehr schön. Ein Torwart. Na, endlich mal. 20. 3 Sterne. Super. Nehmen wir doch gerne. Ja, Tim Schmal, ne? Tim Schmal. Der möchte keine. Möchte keine. Keiner interessiert, ne? An den Tim. Können ja ein bisschen. Ist er auch keiner interessiert. Was mache ich hier? Kann mir das einer sagen? Schmal. Wo bist du? Da bist du. Statusänderung. Komm, 1000. Anbieten. Möchte ich echt keiner für 1000 Euro ihn haben? Nee, sehen möchte ich ihn auch nicht. Außerhalb. Leute. Habt ihr echt kein Geld über?
Na gut. Den kann man aber ja. Oder habe ich den schon? Habe ich ihn schon? Habe ich nicht. So, pass auf. Nee, also 1000 möchte ich mindestens schon haben für ihn. So, eine ungelesene Nachricht. Also, ja. Und Pietel ist verletzt für 3 Wochen. Ja, sehr schön. Mann, Mann. Wir werden hier alle krank. Ein gestauchter C. Ach Mann, mit gestauchten C kann man auch noch Fußball spielen. Kaminski fällt auch raus. Super. Witkowski fällt auch aus. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, gehen wir einen nach den anderen durch. Gorgov fällt aus. Für 3 Tage. Okay. Das geht ja noch. Michalski ist wieder fit. Das ist sehr gut. Kaminski fällt aus für 10 Wochen. Muskelriss im Oberschenkel. Okay. Witkowski fällt für 4 Tage aus. Gorgov ist wieder fit. Das ist super. Datenbank ist aktualisiert. Garbach ist an mich interessiert, als Trainer zu verpflichten. So wie FC Ismaning. Okay. Und der Marc ist wieder fit. Super. So. Also Marc, ich möchte dich gerne noch ein bisschen draußen lassen. Für Kirsch bleibt. Böttcher bleibt auch. Sato. Sato, Sato, Sato. Sag mal, wie habe ich dich da links? Dann sollst du natürlich links bleiben. Sato. Sehr schön. Wegener. Man kann Popov ein bisschen ersetzen. Reinmann soll mal ein bisschen für Schilling kommen. Ja, Michalski, ne? Ich bin ja mit ihm ein bisschen unzufrieden. Ne, lass ich so. Wir können Padermann rein. Loi, den hatte ich ja. Den hatte ich ja ZM, ne? Genau. ZM. ZM. Loi. Schilling. Ihn. Studier. Wie hatte ich dich eigentlich eingeplant? Ja, auch linke Verteidiger, ne? Den lasse ich mal da. Maas. Wieso? Gorgov kann auch gleich mal ran. Ja, Mann, ich könnte euch ruhig mal draußen bleiben. Dafür nehme ich. Gorgov. Nehme ich doch mit. Kirsch, genau. Und wir können ja ein Böttcher mal ein bisschen laufen lassen. Ja, Jugendspieler. Oder doch, dann nehme ich doch die beiden Schmitz mit. Was meint ihr? Das kann ich noch nicht. Wenn kann ich bloß RV Hillmann. Ich nehme beide mal für eine Woche raus. Einmal, warum nicht? Einmal berufen lassen für eine Woche.
beide. Jawohl. Den bitte auch. Und. Jawohl. So, die beiden Schmitz. Für Kanonen heute mal. Michalski bleibt immer für ein Spiel zu Hause. Harada geht auch mal kurz mal raus. Harada, dich nehme ich auch gerne mal mit. Ja. Ich bin so zufrieden. Die können ein bisschen Erfahrung sammeln, die drei junge Leute. Die anderen können ein bisschen Erfahrung sammeln. Und die anderen auch. Sehr schön. So, gucken wir mal. Ah, habe ich nicht jetzt auf Assistenz gedrückt? Ja, klar, habe ich auf Assistenz gedrückt. So, wieder zurück. Ich habe die Mannschaft wieder einigermaßen wieder aufgestellt. Jetzt, bevor ich jetzt hier nicht darauf klicken, sondern öffne Taktik. So, lassen wir hier ein bisschen auf so nehmen. 40. Kann ein bisschen mehr machen. Abstöße passt. Padermann habe ich jetzt nicht Sturm reingesetzt, sondern ein bisschen in diesen Offensivfeld, Offensivmittelfeld gesetzt. Hier oben hin. So. So, Maas soll es ein bisschen hinten bleiben. Bitte. Loi soll ein bisschen so bleiben. Ja. Anweisung soll ein bisschen Vorstöße 60, Mai 50, Mai auch um 60. Lass ich so. Okay, ich würde mal sagen, los geht's. Hier gucken wir nämlich immer Yachttechnik nochmal lernen. Transfermarkt. Ja, Mannschaft ist zu jung, ja, weiß ich. Nein, warte. Ich hab was vergessen. Taktik. Teamvergleich. Sato soll den Wenger ein bisschen ärgern und Schmidt soll den Zinker ärgern und der Gudra bekommt eine kleine Sonderbewachung. Sehr schön. Los geht's. So, ein 3D-Spiel, das ist sehr schön, gefällt mir. Ja, guck mal, wir sind in Topform. Sehr schön. 384. Oh, sind 140 knapp besser. Ja, nicht ganz 140. Geht raus und spielt erstmal ordentlichen Fußball, ne? Das ist nur ein Freundschaftsspiel. So. Dann lehne ich mich mal zurück. Und dann geht's los. Gegen Stadthagen. Mal gucken, ob wir heute einen Sieg. Ja. Ich wollte fast sagen, mit nach Hause nehmen, aber wir sind ja zu Hause. Ja. So, Leute, dann zeigt mal, was ihr könnt. Habt Spaß. Seid fair.
Genau. Schmidt holt sich den Ball. Padermann, Schmidt. Das Spiel geht ja um nichts. Von daher ist alles in Ordnung. So können wir, so lernen wir zumindest die Jugend auch mal ein bisschen kennen. Die erste gelbe Karte für Wege, ne? Okay. Da geht ja schon gut los. Auf Sato. Reuter kommt noch am Ball ran. Sehr schön. Er gibt nicht ab. Nein, er tänzt. Er versucht, Padermann zu erreichen. Schafft es aber nicht. Sato. Vorteil, sehr schön. Jetzt bloß rein, Mann, macht da kein Mist. Böttcher fängt's. Sehr schön. Ja. Hätte man eigentlich auch schon Geld geben können. Rein, Mann. Schöne. Loi. Wegener gibt ab an Maas. Maas, Padermann. Padermann versucht Reuter zu erreichen, schafft das aber nicht. Schmidt. Oh, was war das denn? Padermann, Schmidt, gib doch ab. Auswärtssieg? Nee. Reimann holt sich. Sehr schön. Schmidt, Reuter. Reuter noch immer am Ball. Gibt ab an Padermann. Padermann. Jo, sehr schön. Schönes Tor. Vorlage von Reuter. Schönes Ding. Schön reingesammelt. In der 26. Minute. 1-0. Ja, ist nur Formsache. Schmidt. Das ist ein Einwurf. Oh, von hinten reingequetscht. Ja, 3 Fouls haben wir schon gemacht. War alles taktisch. Schmidt holt sich sehr schön. Padermann wieder am Ball. Er gibt an Reuter. Oh, Reuter, der muss drin sein. Aber holt zumindest eine Ecke für uns. Loi.
Ganz schöne Ecke. Hat Wegener erreicht, aber das war es dann auch. Maas. Reuter. Reuter noch immer am Ball. Er gibt am Versuch. Pottermann. Wusste nicht so wirklich. Ein Mann. Schöne Reingabe an Pottermann. Und das war es dann auch. Maas. Reuter verliert. Ein Zweikampf. Schmidt. Schmidt noch immer. Alles gut. Schmidt. Padermann. Padermann an Reuter. Sehr schön. Reuter. Sorge fängt nicht. Aber nur beim Nachfassen. Uiuiuiui. Okay. Okay. Padermann. Ja, in der 26. Minute. Schauen wir mal. Okay. Zwei Schüsse auf Tor. Mhm. So. Macht es so, wie wir im Training das eingestudiert haben. Ja, Wegener kommt gleich raus. Hätte ich eigentlich nicht machen brauchen. So. Wegener kritisiere ich ein bisschen. Ja, stimmt schon. Meine Leistung war mies. Neu. Ich weiß, ich weiß. Neu, Sato, heute, Maßen ein bisschen, okay, so Michalski, geh mal raus, nee, noch nicht, hier, Wegener geht raus, erstmal, den Rest warte ich noch für ein paar Minuten. Keinen auf der rechten Seite mitgenommen, ne? Sato. Schmidt. Loi könntest du Not. Loi könntest du Not. Schauen wir mal. Inga. Und das könnte ein Einwurf sein. Maas. Reuter. Reuter noch immer am Ball, aber der Panzer holt sich den Ball. Aber schön abseits reingelaufen. Ja, ja. Maas. Maas holt, ja, holt zumindest einen Einwurf.
schön. Sato, sehr schön. Ein Oberkörper. So. Ball geholt. Reuter. Schmidt. Schmidt. Reuter. Reuter. Ja. Das war, glaube ich, eher Glück als irgendwas anderes. Aber egal, ne? Tor ist Tor. So. Er muss raus. So. Kannst du auch ein bisschen hier machen? Nicht so aus, ne? Halt, das war nix. Nochmal, ganz langsam. Loi, wo kommst du rein? Schmidt. So. Drehen. Also. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja, gut. 2-0. 55. Minute. Ich muss weiter. Michalski will ich auch gleich immer rein. Pupov. Maas. Studier, sehr schön. Vorteil bitte. Reuter, sehr schön. Sehr schön. Schönes Ding. Studier. Ja. Schön den Gegner ein bisschen ärgern. Yep, 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 yep. Sato, sehr schön. Sato, weiter geht's. Im Konter, los. Ab nach vorne. Reuter. Verliert. Er verliert den Ball. Pupov. Padermann. Padermann noch immer am Ball. Padermann. Schmidt. Schmidt. Ah, schöner Freistoß wird das. Nee, auch nicht. Nee. Warum nicht? Hm. So. Zottke kommt mal rein und Schilling. So, noch mal ein bisschen. Und weiter mal die Sturmleute auch noch ein bisschen auswechseln. Loi. Padermann, sehr schön. Schmidt bleibt stehen. Ja. Böcke. Sehr schön. Studio. Studio holt sich. Nee, holt auch nicht. Eine Ecke. 73. Minute. Ja. Mehr Auswechslung können wir nicht machen, haben alle durch. Stimmt nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Den Torwart können wir noch. Aber den lasse ich. Den lasse ich. Panzer. Oh. Gudra macht das. 3:1 Anschlusstreffer, aber das war nur gewollt.
dass sie nicht mit dem hängenden Kopf nach Hause fahren. Bobov. Die nächste gelbe Karte. Naja, ist in Ordnung. Jupp. Sehr schön. Können wir nochmal gucken. Die haben ja auch etliches ausgewechselt. Neu. Henschke, Bobov, Henschke, Michalski, Freistoß für uns, 83. Minute, wo bist du? Bobov, okay. Auch meilenweit vorbei. Studi holt sich schön den Ball. Sato gibt ab an Henschke. Henschke versucht Michalski zu erreichen, schafft es nicht. Studier. Sotke. Sato. Bobov, sehr schön. Studier. Ah, was machen die da? Bobov, sehr schön. Sehr schön. Studier wieder, holt sich den Ball. Henschke. Und Michalski. Jupp. 3-1. Sehr schön. Alles gut. Sehr schön. Gut. Naja, Reuter, beste Spieler auf dem Platz. Ja, Böttcher haben wir auch. Sato macht auch eine gute Note. Patermann auch. Okay. So, ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Nächste Partie spielen wir auswärts gegen Frankfurt. Mal gucken, auf welchem Platz die sind. Frankfurt. Ah, Abstiegsplatz, okay. 17. Ja, ein Sieg muss her. Irgendwie muss nun ein Sieg her. So weit, so gut. Ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Oder ja, die Folge. Ne? Ich würde mich für einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich für einen Kommentar freuen. Und wenn du nächste Folge wieder einschaltest. Ne? Und ich bin jetzt wie weg. Und tschüss.